Junge, 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 da haben wir im letzten Part ja ordentlich Drachen geklatscht. Zwei Stück an der Zahl. Waren es zwei? Ne, es waren drei. Novigra oder so und ein Blutdrachen und einen normalen Drachen. Also es war doch schon ein wenig mehr. Verbrannte Leiche. Hier ist ein Drache amok gelaufen, wie mir scheint. Da haben wir eine Truhe. Kommen wir daran? Experte. Wir sind nur Experte. Schlossstufe mit 3S. Aha. Ah, pass mal auf. So. War sehr gelungen. Naja, Gold nehme ich immer gern. Hallo. Wir wollen ja eigentlich zu einer Ruine. Sind wir jetzt da? Wo? Ja, wo ist denn die Burg? Irgendwo da unten wahrscheinlich. So, jetzt haben wir natürlich unser stolzes Pferdchen nicht mehr. Das heißt, wir müssen erstmal laufen. Oder wir schnell reisen. Wahrscheinlich werden wir schnell reisen. Verbrannte Leiche leer. Ich habe mich auch gewundert, wenn da irgendwas drin ist. Wo sind wir denn jetzt gerade? Da oben. Drachenzahnkrater. Okay. Das ist ein Militärlager. Da wissen wir jetzt Bescheid. Dann gehen wir jetzt endlich mal zu den Ruinen. Was? Wo sind Feinde? Hallo? Mir wird immer gesagt, irgendwo sind Feinde, aber ich sehe sie nie. Ich will schnell reisen. Nach da. Wo denn? Die putze ich weg. Na. Mit dem Bogen. Ist es vielleicht dieser Bär dort hinten? Aber das glaube ich eher weniger. Warte mal, da will ich erstmal schnell speichern. Treffe ich hier überhaupt irgendwas? Wo ist hier ein Feind? Ich sehe nichts. Jetzt lass mich doch bitte dahin schnell reisen. Mein Gott. Dann suchen wir erstmal den Typen, der da rumsteht. Vielleicht müssen wir nur mal unsere Schulden bezahlen. Beziehungsweise unser Kopfgeld von sage und schreibe 40 Goldstücken. Was für uns ja. Naja. Ju, hallo. Ihr seid ganz schön redselig, nicht wahr? Wer sind die Gefährten? Auf wessen Seite stehen die Gefährten? Ihr werdet hier sicher ein paar Idealisten finden, die euch was von Ehre und Ruhm erzählen. Ah ja. Dagegen habe ich ja nichts. Aber was mich angeht, treibt mich die Aussicht auf Gold an. Immer dann, wenn sich im Himmelsrand einer nicht imstande wähnt, seine eigene Ehre zu verteidigen, nehmen wir ihm diese Bürde ab. Ach so, okay. Wenn man Farkas so zuhört, könnte man meinen, Vater habe uns hier als fröhliche Welpen aufgezogen, die herumtollen und Waden beißen. Ich liebe meinen Bruder ja. Aber der Verstand ist nicht seine Stärke. Ach nee. Jergen hat uns hergebracht. Mir ist egal, ob er nun unser Vater war oder nicht. Er zog in den großen Krieg und kehrte nie zurück. Schlecht. Also ist er jetzt nicht mehr mein Problem.
Aber wir sind jetzt schon so lange hier, wie wir zurückdenken können. Versucht also, etwas Respekt zu zeigen. Alles klar, ja, komm. Also gut. Jo. Ist ja auch kein Feind. Kann ich jetzt vielleicht, bitte, endlich mal. Jawohl, dankeschön. Wir wollen ja noch die Ruinen erforschen. Gucken, was da drin los ist, was da zu holen gibt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, wir müssen nach da. Nach da oben irgendwo wahrscheinlich. So, wenn wir schon mal hier sind. Ich muss mal eben. Schönen guten Tag. Haben wir hier so eine Verzauberung? So einen Arkan-Verzauberer? Nee, ne? Irgendwo. Ziegenstall. Bücher. Mein Gott, hier geht's aber hoch, du. Ui, ui. Gemüsefeld. Schmiede. Ach, Kamera. Nee. Gut, dann gehen wir halt wieder. Weg. Also gleich da vorne. Das ist auch schön. Mir fehlt ja auch die Funktion nachzuschauen, wer einem hier irgendwas erzählt hat, wo man hingehen soll. So, ich schleiche mich mal wieder an. Sofern mein Pferd mich lässt. Hallo? Niemand ist interessiert. Gut, gehe ich jetzt hier hoch? Ja, ich denke schon. Verzeihung? Störe ich? Alter, wenn ich auf Ruinen zugehe, dann auf alte Tempel. Besser gesagt. Ich habe immer so ein leichtes Nervenflattern. Weil ich auch überhaupt nicht weiß, was mich hier erwartet. Haben wir wahrscheinlich einen Haufen Fall mehr. Arkentams. Mit M. Ah ja. Sind wir schon in der Stufe aufgestiegen? Ne, sind aber kurz davor. Okay. Ich melde mich mal wieder an. Hallo. Was suche ich hier eigentlich? Warum ist es so dunkel? Kehrt um. Alles klar, wir gehen tiefer rein. Nee, nee, komm. Auch wenn die Stimme aus dem auf mir sagt, ich soll gehen, ich gehe weiter rein. Alter, ich hasse das. Es ist so dunkel hier drin. Bevor es zu spät ist. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Ich wollte mal eben... Ups, nee, nee. Hier, Einstellung. Einstellungen. Ups. Damit ihr zumindest ein bisschen mehr sehen könnt, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit, hier Licht zu machen. Oder habe ich hier, warte mal, habe ich? Habe ich nicht? Ich mach das dann mal. Uiuiuiui. Was habe ich denn hier? Hellsehen? Nee. Ist es doch hellsehen? Nee. Oder was fällt denn das? Schnellheilung? Halt
Aktive Effekte. Kerzenschein. Jo, machen wir das auch mal. Kann ich das auch? So. Hm. Ich den hier auf jeden Fall. Können wir auch jetzt die Helligkeit wieder auf normal stellen? Sagen wir mal so. Ah. Wow. Stimme aus dem Off. Bist du noch da? Ach, ach, die verfolgt mich. Ah, das ist super. Jo. Ich habe natürlich jetzt auch eine riesige Zielscheibe am Kopf. Das ist natürlich sehr schlau. Ich hau einfach mal da hinten einen Pfeil rein. Hallo. Gute Bauart, eindeutig IKEA. Gott, alles eingestürzt. Was macht ihr noch hier? Verzeihung? Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Wer seid ihr? Was für ein Schatz? Ich heiße Katria. Ich bin... war eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Aha. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und... ich habe es nicht geschafft. Schlecht. Kommt mir bekannt vor. Angeblich. Oh, ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ethereum-Kriege. Das war meine Theorie, wisst ihr? Meine Forschung, mein Lebenswerk, alles gestohlen. Von meinem verfluchten Schüler. Und so bin ich hier gelandet. Ich finde keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Aber ich kann bestimmt helfen. Hoffnungslos. Ich bin hier gestorben, wie all die anderen. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Ich komme schon zurecht, so schnell gebe ich nicht auf, gehen wir auf den Weg. Vielleicht. Andererseits habe ich das auch gedacht. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Ich glaube, die gute Frau wurde von einem Stein erschlagen, so wie das hier rumruft. Boah. Wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Gerne. Also gut, dann führt uns. Geil. Aber ich brauche erstmal wieder Licht. So. Dann gehen wir erstmal runter. Ich weiß auch nicht, es wäre sehr hilfreich zu erwähnen, was uns hier erlegt hat. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Lokale Karte. Map. Müssen wir da lang? Okay, hier ist offensichtlich eher blöd. Auf seine Legendala. Blöde. Was ist das denn? Das muss mich nähern.
Könnte gerne etwas länger halten, die Kerze. Aber nun gut. Wow. Leider brauche ich das auch noch. Die Ethereum-Kriege. Was soll die noch mit dem ganzen Kram? Aber ich lasse sie wenigstens die Kleidung. Leider meine Taschen nicht leer gemacht. Uah. Na komm. Na komm. Muss hier jetzt lang. Husch. Okay, lesen wir mal das Tagebuch. Das scheint mir zumindest eine gute Idee zu sein. Da, Katrias Tagebuch. 17. Sonnenhöhe. Dieser hinterhältige Elf sei verflucht. Verflucht! Er stiehlt meine Notizen, meine Entdeckung und veröffentlicht sie unter seinem Namen. 20 Jahre meines Lebens habe ich in diesen Ruinen herumgegraben. Was bekomme ich dafür? Eine Widmung? Freundin und Kollegin. Herrje! Er macht sich über mich lustig. Aber ich werde die sein, die zuletzt lacht. Taron mag meine Theorien an sich gebracht haben, aber noch hat er noch keinen Beweis. Wenn ich die Schmiede als Erste entdecke, kann ich der Welt zeigen, dass dies meine Entdeckung ist und nicht seine. Was? Vierte letzte Saat. Ich habe eine Spur. Die Schmiede wird in einem der vermoderten alten Bücher im Sund erwähnt. Obwohl das Buch in katastrophalem Zustand war, konnte ich ihm ein paar nützliche Informationen entnehmen. Darunter eine Karte der Dwemer-Königreiche aus der ersten Ära. Ich muss sie nach meiner Rückkehr mit den heutigen Grenzen vergleichen. Hier ist das Ergebnis. Arkentanz. Dieses Arkentanz wurde auch auf der Inschrift erwähnt. Es scheint sich um das Hauptzentrum für die Ethereum-Forschung zu handeln. Die scheint mir der beste Ausgangspunkt zu sein. Zweitens wird als Bitterseel verbündete Stadt erwähnt. Es handelt sich nicht um Tardans. Gott, diese ganzen Wörter. Scheint eher ein nördlich oder nordwestlich davon gelegener kleinerer Standort nahe des Flusses zu sein. Drittens, die Hauptquelle für Ethereum, aus einer tiefer gelegenen Mine gewonnen. Viertens, der Lagerplatz für Roh-Ethereum, direkt vor einer großen Stadt gelegen. Aufgrund der harmonischen Volatilität musste das Ethereum offenbar außerhalb der Stadt gelagert werden. Kein Name, keine Information, stattdessen eine Seite der anderen Diagramm. Okay. Konnte nicht viel entnehmen, aber es scheint sich um eine Art Astrolabium zu handeln. Ein vierteiliges Emblem. Oh Gott, es ist 3 Uhr morgens und ich bin zu dumm zu lesen. Ob es sich um den Standort der Schmiede handelt? Endlich ein wichtiger Fund. Letzte Saat, Arktanz. Meine Karte mag unpräzise sein, aber dank ihr bin ich hier. Vielleicht bin ich ja doch etwas auf der Spur. 23. Letzte Saat. Habe die Schatzkammer erreicht. Hier ist ein Klangschloss, das immer noch funktioniert. Wenn ich mir die Leichen hier so ansehe, funktionieren vermutlich auch noch die Fallen. Ich konnte keine Hinweise finden, also werde ich eine Skizze anfertigen und mich vorsichtig voranarbeiten. 5 Resonatoren, 5 Töne. Ich muss sie nur in der richtigen Reihenfolge spielen. Mal sehen. 1, 2. Okay, das ist 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ist das schlau, wenn wir hier lang gehen? Sei vorsichtig. Seit dem Beben ist hier alles ziemlich instabil. Gut, dass du das sagst, dann werde ich mal eben schnell speichern. Du bist direkt hinter mir. So. Ja, ich weiß, es ist wieder dunkel. Deshalb mache ich die Leuchte wieder an. Schon praktisch. Hätte ich mal viel früher drauf kommen sollen. Sind wir richtig? In irgendeiner Form?
Vulkanglasschwerter. Das nehme ich gerne. Dann packe ich auch gerne irgendwas anderes weg. Hier. So, was kann denn hier weg? Dann packe ich das. Das hier, brauche ich das überhaupt noch dabei? So. Fühlt einen Seelenstein. Finde ich ja natürlich sehr schön. Hat es ja schon mal gelohnt, alles klar. So, gehen wir jetzt weiter runter? Ich glaube schon, ne? Sonst zwar zum Gipfel gehen, aber was anderes erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Flamme an! Alle 60 Sekunden müssen wir das jetzt mitmachen. Da ist auch tot umgefallen. Die kommt mit. Gut. Sind wir richtig? Wo müssen wir hin? Ich hab doch auch noch. Warte mal. So langsam packen wir alles aus, was wir haben. Wasseratmung habe ich auch noch. Nee. Nee. Nee, was hier? Gleichgewicht. Nee. Was war denn das? Ups. Hellsehen. Packen wir Hellsehen mal auf links. Offenbar hier so lang. Nach oben. Weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Ist mir doch irgendwo falsch abgebogen. Nun gut. Ja, hier ist es etwas instabil. Kamen wir nicht von da? Uiuiui. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Are you serious? Fühlt mich wieder rein. Na, das ist ja richtig hilfreich. Oh, was ein Blödsinn, ey. Mann. Soll ich jetzt zum Gipfel kommen? Muss wahrscheinlich da unten irgendwo abbiegen. Entschuldigung.
Meine Magie hat mich in die Irre geführt. Und jetzt hier runtergehen. Und dann... mal hier. So. Und da vielleicht rüber. Haben wir hier Steine. Haben wir eine Quest dazu? Auf dem Weg nach oben. Wie kommen wir denn hier nach oben? Also Richtung oben geht ja nicht so viel. Die hängt jetzt da fest. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Deswegen sagt mir natürlich, geh raus. Ist da oben irgendwie hin? Wie? Lämpchen. Kann ich das irgendwie umstoßen? Ich kann bestimmt auch nicht weiterhelfen. Nee. Hm. Sei denn, ich müsste irgendwo rum, aber ich... jetzt auch nicht wo. Den Seiteneingang gibt es ja nirgendwo, ne? Hm. Ja, heute wird er ein wenig umhergeirrt. Das tut mir aufrichtig leid. Wenn ich gut bin, kann ich gleich einfach runterspringen. Ja. Unter der Oberfläche ist ja auch nichts zu sehen. Schade. Ging es dann hier hin? Ich habe hier bestimmt was übersehen. Von hier aus. Jo, weil ich ein Genie bin. Oh ja.
Zwerge nannten sowas kinetische Resonatoren. Ziemlich selten. Zumindest unter den Clans von Himmelsrand. Mhm. Beruhigt, dann machen sie, was auch immer sie machen sollen. Okay. Ich mach mal die Leuchte wieder an. Heißt der berühren durch Traufer? Ah. Was bleibt jetzt auf? Ich habe Angst, gleich die Tür vor der Nase zugeklatscht zu kriegen. Die verfluchten Dinger sind wie fliegen. Es ist gleich, wie viele man tötet. Jo, sorry, ich brauche erstmal Licht. So, und jetzt möchte ich dann doch mal, gegen die kann ich das ja mal benutzen. Vulkanglas, Schwert der Verwünschung. Moin! Können wir ein paar Dinger auffüllen. Sind wir schon mal. Denen sind doch hier auch Sachen auf den Kopf gefallen, wa? Ich muss das noch mal faven. Zack. Seele gefangen. Was dann haben wir heute mal den leidvollen Weg auf die Spitze dieser Ruine hier angefangen. Licht, bitte. Danke. Eben ernst. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das hier für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und sag bis zum nächsten Part.